Es hat sich herausgestellt, dieses Video zu machen, war ein klitzekleines bisschen komplexer, als ich zuerst erwartet hatte. Aber ich habe einen Ansatzpunkt gefunden und meine Antidepressionspillen wirken endlich vernünftig. Also fangen wir an. Wir haben ungefähr festgelegt, wie unsere Spielwelt aussieht. Und jetzt müssen wir das Ganze mechanisch festlegen. Und dafür gibt es zwei Hauptmethoden. Die erste Methode ist die Top-Down-Methode und geht relativ einfach. Hierbei wählt ihr einfach ein bestehendes System, was eure Spielwelt relativ gut umsetzen kann. Sagen wir zum Beispiel, ihr habt ein relativ kampflastiges Fantasy-Setting geplant, also könnt ihr eigentlich relativ gut Pathfinder oder D&D dafür nehmen. Ihr habt ein eher redelastiges kulturelles Setting, also könnt ihr dafür gut das Storyteller-System aus The World of Darkness nehmen. Ihr habt eine unnötig komplizierte Welt, in der man für alles einen Doktortitel braucht und alles von 5 verschiedenen Priestern abgesegnet werden muss, nehmt das DSA-System. Allerdings müsst ihr hierbei vielleicht ein paar kleine Änderungen vornehmen. Hauptsächlich kosmetische Änderungen oder Änderungen bei den Zaubern oder bei den Fähigkeiten, um halt Details eurer Welt besser umsetzen zu können. Die einzige Faustregel, die ihr hier beachten müsst, ist, dass ihr alles rigoros testen solltet, was ihr ändert. Denn auch wenn die einzelnen kleinen Änderungen für euch relativ harmlos wirken mögen, es kann sein, dass ihr irgendwelche Sachen sich unschön zusammenschließen und im Grunde einen Kurzschluss bekommt und irgendetwas vollkommen OP wird, was vorher so im System nicht existiert hat. Aber alles in allem wäre das ja die einfachste Methode, um ein System für eure Spielwelt zu finden. Die andere Methode ist etwas komplizierter. Die Bottom-Up-Methode ist, wie der Name vermuten lässt, das genaue Gegenteil. Hierbei baut ihr von Grund auf ein komplett eigenes System Schritt für Schritt auf. Und das kann in der Theorie relativ simpel klingen, ist aber in der Umsetzung relativ kompliziert. Im Grunde unterscheidet man mit dieser Methode zwischen 3 Arten von Mechaniken. Standardmechaniken, Sondermechaniken und Spezialmechaniken. Das kann ich am besten an Beispielen festmachen, damit ihr wisst, wovon ich überhaupt rede. Eine Standardmechanik wäre zum Beispiel das Ablegen einer Probe. Das heißt, wenn mein Zwerg einen Hammer schmieden möchte, muss ich festlegen, wie macht er das. Habe ich Attribute, habe ich Fähigkeiten, habe ich irgendwelche Sonderwerte, die irgendwo reingerechnet werden, mache ich das mit Würfeln, mit Karten. Und ihr seht, wie ihr hier einen Großteil der Arbeit aufwenden müsst. Weil ihr nicht nur festlegen müsst, wie Proben genau abgelegt werden, also mit welcher Art von Würfeln, mit Karten oder was auch immer, sondern auch welche Daten ihr dafür braucht. Haben eure Charaktere Attribute, haben sie Fertigkeiten, haben sie irgendwelche Sonderwerte dafür und wie spielt das alles zusammen? Und um euch ein paar Ideen zu geben, hier die am weitesten verbreiteten Varianten. Die erste Variante finden wir zum Beispiel in Pathfinder, aber auch in der World of Darkness und sehr vielen anderen Systemen. Hierbei hat man Attribute, die eine breitere Palette von Sachen abdecken und spezialisiertere Fähigkeiten. Beispielsweise deckt das Attribut Charisma so gut wie alles Soziale ab. Also wie gut ich jemanden überreden kann, einschüchtern, bluffen oder was auch immer kann. Aber all diese einzelnen Sachen sind spezialisierter nochmal in den Fähigkeiten zusammengefasst. Das heißt beispielsweise kann ein Charakter mit einem hohen Charisma-Wert ein guter Lügner sein, während er zum Beispiel nicht besonders gut Leute überreden kann. Während ein anderer Charakter mit einem hohen Charisma-Wert zwar ein guter Händler ist, aber dafür nicht lügen kann. Man kann also Charaktere weiter spezialisieren in bestimmte Richtungen. Die einfache Variante davon wäre es, dass man nur einen Wert hat, also zum Beispiel nur Attribute. Das finden wir vor allem in relativ simpel gehaltenen Spielen wie zum Beispiel HeroQuest. In HeroQuest hat man nur 4 Werte und 2 davon sind exklusiv fürs Kämpfen und die anderen beiden sind Körper und Geist. Es ist alles sehr allgemein gehalten, weil es für den Spielzweck vollkommen ausreicht. Und einige Systeme, wie zum Beispiel Los Muertos, haben zwar denselben Aufbau, dass man nur eine begrenzte Art von Attributen und keine Sonderfertigkeiten hat, aber man kann sich zu einem gewissen Grad spezialisieren. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie die Proben abgelegt werden. Wir haben jetzt zwar unsere Werte, aber die Frage ist, welche Methode benutzen wir? Und da gibt es im Grunde 2 Hauptarten. Das eine wäre das System, was man zum Beispiel in Pathfinder benutzt. Man hat einen Würfel und würfelt damit, zusammen mit dem Modifikator aus unserem Wert, den wir haben, gegen einen gewissen Schwellenwert. Das heißt, wenn mein Zwerg eine Axt schmieden möchte, müsste er auf einem W20 zusammen mit seinem Modifikator mindestens eine 15 erreichen. Wenn er eine meisterhafte Axt schmieden möchte, mindestens eine 20 und immer so weiter. Die andere Variante wäre ein Pool-System. Das finden wir zum Beispiel in Shadowrun oder in The World of Darkness. Hierbei wäre der Wert kein Modifikator, der auf ein Ergebnis gerechnet wird, sondern die Anzahl der Würfel, die wir zur Verfügung haben. Wenn wir zum Beispiel 6-seitige Würfel haben und mein Zwerg für seinen Handwerkswurf 6 Würfel zur Verfügung hat, darf er 6 Würfel würfeln gegen eine Schwierigkeit von, sagen wir zum Beispiel, 4. Jede 4 gilt als Erfolg und er braucht eine gewisse Anzahl an Erfolgen, damit die Waffe eine gewisse Qualität aufweist. Natürlich gibt es noch Sondervarianten mit Spielkarten oder speziellen Arten von Würfeln oder Kombinationen, die meist unnötig kompliziert sind. Hust, Hust, DSA, Hust.
Aber das wären so ziemlich die Grundlagen, die man für ein eigenes System bräuchte. Bei der Wahl der Attribute und der Methoden könnt ihr am besten darauf achten, was für euer Setting am besten funktioniert. Wenn ihr ein sehr detailliertes Setting habt, wäre es vielleicht besser, ein etwas detaillierteres System zu nehmen, also Attribute und Fertigkeiten zu kombinieren. Wenn ihr ein relativ einfaches Setting habt, wo es im Grunde mehr in Richtung Ich bin Conan der Barbar, ich hau dich und kleinern Zeug geht, reicht es auch aus, wenn ihr relativ einfache, rudimentäre Attribute habt. Und die Frage nach Poolsystem oder Schwellenwert ist mehr eine Geschmackssache. Wir haben unser Rückgrat zusammen und jetzt kommt der interessantere Teil. Sondermechaniken werden im Grunde alles, was über die normalen Proben hinausgeht. Also Lebenspunkte, wie gekämpft wird, wie Magie angewendet wird und so weiter und so fort. Und dabei gibt es leider keine genaue Anweisung, was ihr wo wann machen müsst, damit ihr ein funktionierendes System bekommt. Die einzigen beiden Tipps, die ich euch geben kann, ist, überlegt euch, was für euer System am meisten Sinn macht und am wichtigsten ist, und überlegt euch, was am besten für eure Spielwelt passt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Spielwelt wie Avatar habt, in der Magie nicht etwas Erlerntes oder Studiertes ist, sondern etwas ist, was aus dem Inneren kommt, das man durch Meditation und physisches Training beeinflussen muss, wäre es wahrscheinlich, dass das Wirken von Magie oder Elementarbändigen in dem Fall eher auf körperliche oder Willenskraftproben hinausläuft und weniger auf Intelligenz oder Bücherwissen hinausläuft. Das Ganze könnt ihr am einfachsten erreichen, indem ihr eine Liste macht. Also was brauche ich, damit ein Charakter vernünftig funktionieren kann? Also ich brauche Lebenspunkte, ich muss wissen, wie gekämpft wird, muss wissen, wie Magie gewirkt wird und so weiter und so weiter. Schreibt euch alles, was ihr haben wollt, auf und arbeitet das Ganze nach und lang da ab, bis ihr dann mit der Liste soweit fertig seid und euren rudimentären Charakterbogen erstellen könntet mit den Regeln. Spezialregeln sind die Sachen, die zwar nicht notwendig sind, damit das System funktioniert, aber die im System eine gewisse eigene Identität bringen können. Ein gutes Beispiel dafür wäre die Menschlichkeit in Vampire. Sie ist zwar fürs Kämpfen oder fürs Probenablegen nicht wirklich wichtig, aber sie ist ein Indikator dafür, wie weit der Charakter von seinem inneren tierischen Instinkten entfernt ist und wie weit er noch menschlich ist. Solche Sondermechaniken können auch sehr kleine Dinge sein, wie zum Beispiel Bonuspunkte, die ihr verteilt für gute rollenspielerische Leistungen, die man dann irgendwann wieder ausgeben darf, um einen Patzer zu verhindern oder um einen automatischen Erfolg zu erzielen oder irgendwas in der Richtung. Oder ihr könnt sie auch ganz weglassen. Das kommt immer darauf an, wie weit eure Welt mit sowas übereinstimmt und ob eure Welt sowas überhaupt braucht. Wir wissen jetzt zwar, welche Mechaniken es gibt, aber nicht, wie man sowas wirklich zusammenbaut, oder? Und hier käme dieses Schätzchen ins Spiel. Das ist das Spiralmodell. Das kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung, aber wir können es auch recht gut benutzen. Man beginnt einen Durchlauf typischerweise mit der Analyse der Situation, die man gerade hat. Was haben wir bisher gebaut, was möchten wir erreichen und worauf sollten wir uns konzentrieren? Danach machen wir einen Entwurf. Wie können wir die Ideen, die wir haben, regeltechnisch gut umsetzen? Wenn wir einen Entwurf fertig haben, wird kodiert. Also in diesem Fall schreiben wir halt die Regeln so weit zusammen, wie wir sie brauchen. Danach testen wir die Regeln. Und können dann wiederum analysieren, was überhaupt nicht funktioniert hat dabei. Entwerfen dann entsprechend verbesserte Regeln, schreiben diese Regeln auf, testen sie und so weiter und so fort. Und so können wir Schritt für Schritt aus einem rudimentären, nicht wirklich funktionierenden System nach und nach ein vernünftiges System aufbauen. Und ich warne euch vor, dieses System hat sehr viel Trial and Error und es dauert Ewigkeiten, damit irgendwas hinzubekommen. Aber ihr werdet euch nach jedem Durchlauf der Schwächen eures Systems bewusst und merkt, was ihr verbessern müsst, damit es so funktioniert, wie ihr es gerne hättet. Und mehr kann ich euch eigentlich auch nicht wirklich dazu sagen. Um das Ganze einmal so einfach wie möglich zusammenzufassen, fragt euch, wie genau Proben abgelegt werden sollen und welche Werte ihr dafür braucht. Überlegt euch, wie aus diesen Werten logisch Sachen wie Lebenspunkte, Kämpfe und so weiter resultieren würden. Und überlegt euch dann, welche Besonderheiten eurer Welt so wichtig sind, dass sie eine eigene Mechanik brauchen. Wenn ihr das soweit zusammen habt, verbessert Schritt für Schritt mit jedem Durchlauf das System und verfeinert es so weit, dass es eigenständig funktionieren kann. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen weitergeholfen und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, das Video hat mich fertig gemacht. Ich brauche ein bisschen Ablenkung.